Heute zeigen wir euch ein kleines Video von einem versteckten Felsen im Dschungel. Den müssen wir aber erstmal finden, während wir von Moskitos aufgefressen werden. Yo, was geht? Heute ein kleines Video über Thailand und ob es sich lohnt, da klettern zu gehen mal. Für ungefähr 1000 Euro sind wir über Peking nach Bangkok geflogen und nach ein paar Tagen sind wir mit einem Boot rüber gesetzt auf die Insel Koh Tao, wo man gut tauchen und chillen kann. Und wir haben einen kleinen Pfad gefunden, den folgen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, wir haben ihn. Das ist der höchste Punkt von Tanote Bay. Wir schauen uns jetzt ein paar Routen aus. Richtig geiler Crag. Direkt am Meer. Da unten ist die Küste und der Strand. Jo, also mit der Aussicht klettert man. Klettern auf Koh Tao war schon ganz witzig, aber rechtfertigt alleine jetzt nicht die Anreise nach Thailand. Mit den Drumherum natürlich schon. Es hat viel zu bieten, das Land, aber wenn man nur klettern will, dann langt Koh Tao nicht. Deswegen haben wir uns nochmal auf den Weg gemacht, mit einem Boot rübergesetzt, um die bekannte Tonsai-Bucht zu sehen. Tonsai imponiert direkt mit seinen massiven Kalkklippen, der aufgeschlossenen Kletter-Community, diesem Hippie-Vibe und wenigen anderen Touristen. Und das Highlight war auf jeden Fall diese Mehrseillänge, Humanality hieß die. Vier Seil lang am besten Kalk mit einer spannenden Krux und einer fantastischen Aussicht. Man musste sogar teilweise an den großen Stalaktiten über die ausweichen und klettern. Und das Abseilen hat auch perfekt funktioniert. Man ist sogar nochmal an der Krux vorbei abgeseilt, man sieht es oben rechts. Die Tour endete direkt auf dem Dach einer Strandbar, um sich mit einem Drink im Meer abzukühlen. Grüße gehen raus an Tommy, das war wirklich eine perfekte Meerseillänge, die ich nur wärmstens empfehlen kann. Jo, das Klettern in der Tonsai-Bucht hat richtig Spaß gemacht und lohnt sich auf jeden Fall mal abzuchecken. Berücksichtigt aber, dass die Anreise recht teuer ist und die Konditionen super heiß und schwül sind, weswegen ihr nicht an eurer Grenze klettern werdet. Das Land hat natürlich viel mehr zu bieten als Klettern und an vielen Stellen kann man auch noch gut dem Massentourismus entkommen, um Sonnenuntergänge, das eine oder andere süße Tier oder auch mal einen einsamen Strand zu genießen. Wenn ihr Fragen über Thailand und das Klettern habt, schreibt sie gerne rein. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.